ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Clown. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist Commissioner Gordon schon? Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Ja, grüß euch, Leute. Zu einem Let's Play von Batman Arkham Asylum. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Keine Angst, Anstaltsleiter. Ich habe heute jede verfügbare Wache eingesetzt, Sir. Ich hoffe, das reicht, Officer North. Zu Ihrem Besten. Joker ist unsere größte Herausforderung. Seine Heilung wird Einfluss auf meine Reputation haben. Sagen Sie, Dr. Young, Ihr Patient wäre da. Kommst du nicht, Bats? Ja, das Spiel ist nicht mehr das Neueste, aber ich denke, das Spiel war ein Kracher, ist ein Kracher und bleibt ein Kracher. Und deshalb habe ich mich entschlossen, eigentlich so spät zu der ganzen Geschichte noch einmal ein Let's Play zu machen. Ich möchte jetzt gar nicht viel reden und viel quatschen, wir stürzen uns gleich einmal rein ins Abenteuer. Ich kenne das Spiel, es ist zwar schon doch jetzt eine ordentliche Weile her, dass ich es einmal durchgezockt habe, deshalb ist es nicht blind, aber ich kann mich stellenweise sicherlich nicht mehr erinnern. Und ja, starten wir einfach einmal. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Also wir haben es da mit dem Joker zu tun. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Der wirklich absolut durchgeknallt ist, aber total durchgeknallt, der Typ. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batarangs? Batclaws? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Er ist so durchgeknallt. Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleiben Sie hinter mir. Hallo, neuer. Ich quatsch da jetzt absichtlich nicht so viel rein, damit man eben diese ganzen durchgeknallten Meldungen von ihm hört.
Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lass gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Naja, dann ab mit ihm in die Zelle, würde ich einmal sagen. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9, Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschusserlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Wen haben wir denn da hinten? Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht hinten aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding Ein hier Spielzeug raus. Sofort. Das hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke. Ist deine Knopf. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins, du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserem... Oh-oh. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Genau. Auf Nummer sicher gehen. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihnen zu nähern. Angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha-Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht.
Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er ist so abgedreht, der Joker. Aber ich finde, irrsinnig geil gemacht. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Na, der softe Jens da hinten. Auch nicht schlecht. Steh auf! Sofort! Oh oh. Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, John! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause! Komm rein! Willkommen im Irrenhaus, Batman! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen! Jetzt lass die Party beginnen! Ah, jetzt haben wir gleich da mal unseren ersten Kampf. Vor ein paar Sekunden wollte ich eben in diesem Raum drücken und mir dann Abruf sein. Aber dann... Ah, der steht noch auf. Okay. Ich wärme dich nur auf, Bats. Ja, das war mal jetzt zum Aufwärmen ein kleiner Kampf. Aber das ist für unseren Batman natürlich überhaupt kein Problem. So wie der ausschaut. Ungefähr so müsst ihr euch mich auch vorstellen. Also, dass ihr ungefähr Ahnung habt, wie ich ausschaue. Ah, da ist noch einer. Okay, vor lauter Quatschen. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert. Dann gehen wir da jetzt mal weiter, wo er halt hingerannt ist. Oder? Von da kommen wir ja. Da müssen wir hin. Ja, leichter Orientierungsverlust. Darf man nicht so eng sehen. Ich muss mich da erst reinfinden, in die Steuerung reinfinden. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Okay. Ah, jetzt geht's. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es. Da muss ich warten, bis man er da aufmacht. Okay. Na dann. Überall, wo der Verbündete geht, folgt ihm mit Sicherheit der Weg. Ja, mal gleich einmal die Bisse da zerstören. Dezent, die da mal dumm rennen. Die Dosen müssen uns. Und dann werden wir uns halt auf den Weg zum Joker machen. Sicherheitslücke auf Ebene genau. B2. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B8.